Ja, Shalom, liebe Brüder und Schwestern, ich begrüße euch zu diesem neuen Video. Und auch diesmal geht es wieder über die Essener oder auch um Edmond Bodo-Sekeli, der sich ausgiebig mit den Lehren der Essenern beschäftigt hat. Und er war auch ein Professor, der sehr viele wissenschaftliche Erkenntnisse auch in sehr vielen Bereichen dort gewonnen hat und auch gelehrt hat. Und diesmal geht es um den Schlaf und um seine Bedeutung und auch seine Wirkung. Und ja, da geht es darum, dass der Mensch dort während des Schlafes auch natürlich erstmal Erholung und Regenerierung dort erlangen soll. Aber außerdem auch darum, dass er halt, wie wir vorher schon gelesen haben, in den Heiligen Drei Strömen, dass er sich dort mit dem Strom des Lichts verbindet, mit dem himmlischen Vater und seinen Engeln, sodass sie auch während des Schlafes dort an uns ja den Prozess der Heiligung sozusagen fortführen können. Und das, was wir hier gleich lesen werden, war für mich auf jeden Fall sehr interessant, da dieser Prozess, von dem ich gerade gesprochen habe, dass der Mensch sich auch mit dem himmlischen Vater dort verbinden soll, durch viele Sachen halt auch verhindert und unterdrückt werden kann. Und zwar vor allem auch dadurch, dass Gifte in unserem Körper abgebaut werden müssen vom Körper. Und das war für mich insofern sehr interessant, als dass ich mich auch viel mit Dingen wie zum Beispiel Chemtrails und allen anderen möglichen Sachen, die uns zeigen, dass die satanischen Eliten, die in der Welt hier an der Macht sind, dass die uns mit allem Möglichen, was wir täglich essen, trinken und einatmen, sprich unsere Nahrung, unser Wasser, unsere Getränke, unsere Luft, alles dort mit unzähligen und hochgiftigen ja, Giften dort verschmutzen, vor allem auch mit Schwermetallen, wie zum Beispiel Aluminium und Arsen auch Quecksilber, vor allem auch im Fisch zum Beispiel, im Wasser. Die Fische sind, obwohl sie oft auch als sehr gesundes Lebensmittel angesehen werden, obwohl Fische natürlich keine Lebensmittel sind, sondern auch Geschöpfe des himmlischen Vaters, aber davon mal abgesehen, sind Fische das giftigste oder die giftigsten Lebensmittel, zum Beispiel die Zuchtfische aus den norwegischen oder aus den norwegischen Fischzüchten. Das sind die giftigsten Lebensmittel überhaupt auf diesem Planeten. Die beinhalten weit mehr als 10-mal so viel Giftstoffe wie das nächst giftigere Lebensmittel sozusagen. Und auch die Luft ist verpestet durch Chemtrails und das ist kein weder ein Hirngespinst noch irgendwie eine Verschwörungstheorie, sondern das sind Fakten. Und jeder, der sich ein bisschen dort mit solchen Sachen beschäftigt, auch hat über YouTube und wie auch immer, der wird festgestellt haben, dass auch sehr ernstzunehmende Persönlichkeiten wie Wissenschaftler und hochrangige Regierungsangestellte oder Mitarbeiter dort diese Dinge dort diskutieren und ansprechen. Und auch unsere Lebensmittel sind größtenteils hochgradig vergiftet. Kann man als Stichwort auch Monsanto zum Beispiel sagen. Und ja, unsere Lebensmittel werden alle, die angebaut werden, werden alle gespritzt mit allen möglichen Giften. Deswegen versuche ich, wo es geht, auf jeden Fall auch Bio-Lebensmittel zu kaufen. Aber selbst auch da ist nicht alles Gold, was glänzt, sage ich jetzt mal. Und am besten ist man damit bedient, wenn man dort in seinem eigenen Garten so viel wie möglich dort für sich anpflanzt und sich so unabhängig macht von diesen ganzen ja, Quellen, die man lieber nicht, auf die man lieber nicht zugreifen sollte. Und wie gesagt, auch unser Trinkwasser ist mit vielen, vielen Dingen
Ja, verseucht kann man schon fast sagen. Mit Fluorid zum Beispiel ist auch eines der giftigsten Gifte überhaupt. Und wie gesagt, das ist von allem, was wir täglich zu uns nehmen und sogar unsere Kleidung ist vollgestopft mit Giften. Und niemand kann sich davor retten heutzutage mehr. Es sei denn, er geht vielleicht irgendwo in den Regenwald und führt dort ein abgeschiedenes Leben. Und ja, das ist der Zusammenhang hierzu halt, dass dort durch diese ganze Vergiftung, für mich ist das kein Zufall, dass die Eliten versuchen, uns dort in jeglicher Art und Weise dort zu vergiften. Einmal natürlich auch, um die Menschheit irgendwo zu reduzieren, denn das ist ja sowieso ihr Plan. Und aber auch dazu, dass wir uns geistig nicht weiterentwickeln und auch nicht eins werden sollen mit unserem himmlischen Vater und seinen Engeln. Und ja, da haben wir jetzt hier einen sehr interessanten Text und ich werde euch einfach mal anfangen, den vorzulesen. Und zwar ist der Titel des Textes Schlaf, eine Quelle der Harmonie. Und dort lesen wir: Aus physiologischer Sicht ist Schlaf ein Prozess der Ausscheidung. Während des Schlafes ist die Atmung viel tiefer als tagsüber. Folglich werden Gifte und Abfallstoffe durch die Lunge intensiver ausgeschieden. Die Toxine, die durch den Verzehr von ungesunden Lebensmitteln und Toxinen, die das Ergebnis von Müdigkeit sind, stammen, werden während des Schlafens weitgehend entsorgt. Die Dauer der Nachtruhe muss von der betroffenen Person, ihrem Alter, ihrem Zustand und vielen anderen Faktoren abhängen. Je größer die Ansammlung von Toxinen im Organismus ist, desto länger dauert der Schlaf. Und je größer die Ermüdung des Organismus ist, desto längerer Schlaf, ist notwendig, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Mehr Schlaf ist auch erforderlich, wenn falsche Lebensmittel eingenommen werden, da diese eine Gärung in den Verdauungsorganen bewirken. Aber manchmal kann ungesundes Essen zu einem gegenteiligen Ergebnis führen. Es kann auch zu Schlaflosigkeit führen. Denn die Fermentation von Nahrungsmitteln hat eine anregende Wirkung auf die Nerven. Wir können die allgemeine Regel festlegen, dass die erforderliche Schlafdauer direkt proportional zur Menge der im Organismus vorhandenen Toxine ist und umgekehrt proportional zum Entgiftungsgrad des Organismus. Ein betrunkener Organismus braucht 9 bis 10 Stunden Schlaf, während ein gesunder unter ähnlichen Umständen nur 5 oder 6 Stunden schlafen muss. Schlaf bewirkt eine Wiederherstellung des Organismus, Lebensmittel machen Mengenverlust wett, während Schlaf Qualitätseinbußen wettmacht. Er repariert die Nerven. Beide Arten der Wiederherstellung sind unerlässlich, aber der Schlaf ist noch wichtiger als das Essen. Es ist physiologisch möglich, tagelang, wochenlang oder sogar monatelang ohne Nahrung auszukommen. Auf den Schlaf hingegen kann nur für einige Tage verzichtet werden. Schlaf liefert etwas noch Wichtigeres als die Elemente, die von Lebensmitteln geliefert werden. Im Wachzustand gibt es einen Unterschied zwischen allen Pflanzen, Tieren und Menschen und auch zwischen allen Individuen. Aber der Schlaf ist universell, er beseitigt alle Unterschiede. Der Schlaf ist bei Pflanzen, Tieren und Menschen gleich, ob reich oder arm, weise oder töricht, ob Dichter oder Bauer. Die Unterschiede zwischen den Individuen bestehen in den Unterschieden in der Aktivität ihres jeweiligen zerebrospinalen Systems. Es ist das Zerebrospinalsystem, das Individualität und Persönlichkeit reguliert. Während des Schlafes hört diese Aktivität auf und die Unterschiede zwischen den Individuen werden folglich beseitigt. Das organisch-vegetative System beherrscht den Organismus während des Schlafs. Es ist für alle unbewussten Aktivitäten des Organismus verantwortlich, während das Zerebrospinalsystem alle unsere bewussten Aktivitäten steuert. Das organisch-vegetative System regelt den Herzschlag und die verschiedenen Stoffwechselvorgänge, während das Zerebrospinalsystem die Aufmerksamkeit, Intelligenz, die Verknüpfung von Ideen, das Gedächtnis und so weiter steuert. Das erstere System ist das ausführende Organ aller Naturgesetze und Kräfte in jedem Organismus,
während das Letztere der Regisseur der Handlungen des Individuums ist. Wenn ein Mann wach ist, gibt es viele Abweichungen von den Naturgesetzen, aber wenn er schläft, gehorcht er ihnen vollständig. Die Ergebnisse dieser Abweichung, Müdigkeit, Schwäche und Krankheitsgifte, werden nachts durch den Schlaf wiederhergestellt, wenn die Harmonie mit den Naturgesetzen wiederhergestellt ist. Es ist daher unmöglich, ohne Schlaf zu leben. Langfristiges Fasten ist dagegen durchaus möglich und oft von Vorteil. Dies ist die Erklärung des Schlafes aus physiologischer Sicht, die Zoroaster in der Avesta vor 7.000 bis 8.000 Jahren gegeben hat. Die zeitgemäße offizielle Wissenschaft betrachtet den Schlaf jedoch nicht auf diese Weise. Während ein vergifteter Organismus nicht lange auf den Schlaf verzichten kann, kann ein völlig gesunder und sauberer über viele Tage hinweg auskommen. Umgekehrt kann ein stark übergifteter Organismus über Wochen oder Monate schlafen. Es gibt viele Beispiele dieser Phänomene in der Antike, im Mittelalter und heute. In den Zeitungen wird gelegentlich über Personen berichtet, die die Ärzte nicht aufwecken können. In der Avesta erklärt Zoroaster auch die Bedeutung des Schlafes für einen entgifteten und reinen Organismus. Wo keine Toxine vorhanden sind, müssen sie natürlich nicht eliminiert werden. Der Schlaf hat also eine ganz andere Bedeutung. Anstatt den Organismus zu reparieren, verbessert er seine Vitalität. Während das richtige Essen eine quantitative Verbesserung bewirkt, führt der Schlaf zu einer Qualitätsverbesserung. Es ist eine Regel bei allen Vitalfunktionen, dass die qualitativen wichtiger sind als die quantitativen. Während des Schlafes gibt es keine Schmerzen, aus diesem Grund wird künstlicher Schlaf für chirurgische Eingriffe geschaffen. Es wurde experimentell gezeigt, dass der Organismus im Schlaf Gift widerstehen kann und dass der Tod durch Gift während des tatsächlichen Schlafs unmöglich ist. Er tritt nur beim Aufwachen auf. Diese große Kraft des Schlafes wurde von verschiedenen Völkern der Antike beobachtet. Es ist nicht ungewöhnlich, dass unsere Probleme im Schlaf gelöst werden. Die Tagebücher von Wissenschaftlern und Schriftstellern berichten oft, dass sie immer nachts oder morgens nach dem Schlaf Dinge erfahren oder komponierten oder erfanden und komponierten. Schlaf ist also eine Quelle des Wissens, zusätzlich zu den üblichen. Er bringt den Organismus in Kontakt mit ganz anderen Kräften als denen, die ihn tagsüber beeinflussen. Tagsüber steht er im Kontakt mit härteren, minderwertigen Kräften, im Schlaf ist er mit feineren und höheren Kräften in Kontakt. Während des Tages sind die Sonnenstrahlen vorherrschend und am stärksten, da die Tageslichthälfte der Kugel zur Sonne gerichtet ist. Die Sonnenstrahlen sind stark und regen die körperliche Aktivität im Organismus an. In der Nacht dagegen ist der Einfluss der Sonnenstrahlen schwach und die kosmischen Strahlungen, von denen die Quelle weiter entfernt ist als die Sonne und von überlegener Qualität, werden vorherrschend. Diese kosmischen Strahlungen kommen aus einer entgegengesetzten Richtung zu der, in der sich die Sonne jetzt befindet, und werden nachts nicht durch ihre Strahlen entgegengewirkt. Ihre Quelle ist sehr weit entfernt, selbst in den ultragalaktischen Systemen des universellen Weltraums. Diese höheren kosmischen Strahlungen beeinflussen die höheren Aktivitäten des Organismus, feinere und unwegbarere Aktivitäten als die des Tages. So stellt der Schlaf eine weitere Wissensquelle dar. Je entgifteter ein Organismus ist, desto fähiger ist er, während der Nacht Kontakt mit den höheren Strahlungen herzustellen. Wenn ein Organismus vergiftet wird, sind alle seine Kräfte durch die Eliminierung, die während des Schlafes stattfinden muss, gelähmt. In einem gesunden Organismus werden jedoch alle seine Kräfte freigesetzt und er ist in der Lage, den Kontakt mit den höheren Strahlungen zu bewirken und diese zu empfangen. Die Antike liefert uns zahlreiche Beispiele außergewöhnlicher Offenbarungen. Die Erklärung dieser Phänomene muss in den Gesetzen des Universums und der Natur gesucht werden. Alle großen Lehrer und Denker der Antike führten ein sehr nüchternes Leben, ein Leben von großer Einfachheit und Harmonie. Folglich waren sie äußerst gesund und frei von Giftstoffen. Es war kein Zufall, dass sie und nicht andere Menschen diese höheren Offenbarungen erhielten.
Das Wissen, das sie erhielten, war natürlich. Es war nichts Mystisches daran. Ihre Organismen hatten ganz einfach bestimmte Fähigkeiten entwickelt, die anderen fehlen. Der Schlaf stellt somit eine höhere Wissensquelle für die Entgifteten dar, während er für die Vergifteten nur ein Mittel zur Entgiftung ist. Für die Mehrheit stellt der Schlaf einen Prozess der physiologischen Wiederherstellung dar, also für die körperliche, während er für eine kleine Aristokratie des Willens und der Intelligenz die psychologische Perfektion des Individuums darstellt, also die Perfektion des Geistes. Für Vergiftete ist Schlaf allenfalls nur eine fragmentarische Wissensquelle, die immer unvollständig und einseitig bleibt, und eine einseitige Verbesserung führt immer zu Ungleichgewicht. Es gibt eine enge Verbindung zwischen Genie und Wahnsinn. Einseitige Genies sind genauso verrückt wie Wahnsinnige, während allseitige Genies übermenschlich sind. Laut Lombroso sind 80 oder 90% der Genies einseitig und verrückt, während nur 10% als vollständig bezeichnet werden können. Die Mehrheit hatte kranke, unausgeglichene Organismen, nur eine kleine Minderheit hatte vollständige, ausbalancierte Organismen. Zoroaster, der Autor der Avesta, war ein absolutes Genie, Omar Khayyam, war unvollständig. Platon und Pythagoras waren vollständig, Plotonius und Philo unvollständig. Es ist unmöglich, die erforderliche Schlafmenge dogmatisch festzulegen. Das hängt vom Grad der Intoxikation jedes Einzelnen ab. Um festzustellen, wie viel Schlaf notwendig ist, muss man zuerst einen Entgiftungsprozess durchlaufen und am Ende sehen, wie viel Schlaf nötig ist. So viel zu den physiologischen Aspekten der Frage. Auf der psychologischen Seite finden wir eine gewisse Korrelation zwischen, also einen Zusammenhang zwischen unserem Aufwachen und unserem Schlafleben. Wenn eine Person nicht in der Lage ist, ihre inneren Bedürfnisse und Tendenzen während des Tages zu befriedigen, bleiben die verdrängten und unbefriedigten Tendenzen im Unbewussten und verursachen nachts Träume. Freud zufolge sind Träume eine Befriedigung sexueller Tendenzen, die durch soziale oder andere äußere Faktoren unterdrückt werden. In der Auffassung von Adler, wo es ein Gefühl der Minderwertigkeit oder des Versagens im Leben gibt, manifestiert sich die entgegengesetzte Tendenz im Träumen. So werden die Armen davon träumen, dass sie reich sind. Natürlich ist der Prozess nicht so einfach wie in der Realität. Ein völlig gesunder Mensch dagegen hat keine Träume. Sie können durch Überessen provoziert werden. Gleichgewicht besteht aus der Harmonie zwischen den Tendenzen eines Individuums und seiner Umgebung. Träume sind immer eine Warnung vor einem unausgeglichenen Organismus oder Bewusstsein. Schlaf ohne Träume hingegen wird zu einer Bereicherung der Ideen und des Bewusstseins. Die praktische psychologische Überlegung ist, dass vor dem Einschlafen auf die Gedanken, Ideen und Gefühle des Menschen geachtet werden sollte, da dessen Qualität und Inhalt stark von den Gedanken und Gefühlen beeinflusst werden, die vor dem Schlafengehen unterhalten wurden. Wenn wir mit harmonischen Gedanken schlafen gehen, wird unser Schlaf eine Quelle von Energie, Harmonie und Wissen sein. Disharmonische Gedanken dagegen sind Quellen der Disharmonie. Der Schlaf, der auf solche Gedanken wartet, bringt keine Erfrischung für den Schlafenden, der am nächsten Morgen mit einem Gefühl von Müdigkeit und Lethargie aufwacht. Ja, dazu kann man sagen, dass die Essener, die haben ihren Tag am Morgen immer mit einer Meditation begonnen, die ja immer auch einen positiven Gedanken und ein positives Gefühl hatte, der sie durch den Tag führen sollte. Und vor dem Schlafengehen haben sie auch nochmal meditiert und dort sozusagen den Strom, den heiligen Strom des Lichts gesucht, sodass halt während des Schlafes sie auch mit diesem Strom verbunden waren und dort sich diesen höheren Kräften dort öffnen konnten und auch Kräfte von dort empfangen konnten.
Und Jeschua hat ja auch gesagt, in dem vorherigen Video haben wir ja gelesen, dass dort sozusagen man auch ja, den Schlaf sozusagen auch lenken kann, dadurch, woran man zuletzt denkt. Und man sollte niemals auf jeden Fall schlafen gehen, wenn man im Zorn ist oder wenn man irgendwelche negativen Gedanken hat. So sollte man auf jeden Fall erstmal, wie auch immer, durch Meditation oder durch Gebet oder durch einen Spaziergang oder was auch immer, sollte man erstmal diese negativen Gedanken und Energien dort loswerden, bevor man dort schlafen geht. Und weiter lesen wir hier noch. Wenn die Energien vor dem Schlafengehen auf bestimmte Ziele gerichtet werden, werden die erreichten bewussten Kräfte im Schlaf in unbewusste Kräfte umgewandelt, sodass die Ziele im Laufe der Nacht schrittweise erreicht werden. Der Morgen wird das Ziel automatisch erreichen. Wenn wir dagegen mit der Angst vor bestimmten Dingen ins Bett gehen, wird die Angst unsere psychischen Fähigkeiten und Kräfte lahmlegen, unseren Widerstand verringern und die Gefahr schneller ankommen lassen. Angst zieht die Gefahr an, vor der man Angst hat. Wir sollten vor nichts Angst haben, außer Angst zu haben. Das hat ja auch Jeschua gesagt, dass man, dass noch niemand durch irgendwelche Sorgen sein Leben auch nur um eine Elle verlängert hat. Und dass man sich um nichts sorgen soll, auch nicht um den morgigen Tag. Und auch nicht um das, was man anziehen oder essen soll. Und dass man auch niemanden fürchten soll, außer den himmlischen Vater. Denn er ist in der Lage, Körper und Seele zu zerstören. Und Menschen können, ja, können nicht die Seele zerstören, sondern halt den Körper nur. Und dafür sollen wir keine Angst haben, wir sollen vor nichts Angst haben, sondern sollen immer Freude haben und Zuversicht und Liebe üben und zu jeder guten Tat dort gerüstet und bereit sein, gute Gedanken haben, gute Worte aussprechen und gute Taten vollbringen. Weiter lesen wir hier noch. Der Prozess der Angstbeseitigung besteht aus zwei Prozessen. Der erste ist ein intellektueller Prozess und besteht aus einer genauen Analyse dessen, wovor man Angst hat. Die Gefahr ist keine echte, sie ist nur in der Vorstellung real. Wie Thomas d'Aquinas zum Beispiel betont hat, sind es eher die Umstände des Todes, die uns erschrecken, als der Tod selbst. Der Tod ist völlig natürlich, aber wir dramatisieren ihn durch Zeremonien, trauriges Verhalten und traurige Gedanken. Epikurus stellte fest, dass wir keine Beziehung zum Tod haben. Wenn wir am Leben sind, ist der Tod nicht bei uns, während wir, wenn wir tot sind, nicht mehr am Leben sind, und daher sind wir nicht darüber betrübt. Die zweite Phase zur Vermeidung von Angst ist freiwillig. Es reicht nicht aus, einfach die Angst mit der Intelligenz zu verstehen und zu erkennen, dass es nicht so gut ist, sie zu haben. Die Verwirklichung muss auch ein starkes Gefühl in uns werden. Sie kann nicht intellektuell überwunden werden. Die Kraft eines erwachten Gefühls ist ebenfalls notwendig. Die Technik zum Erwecken der Gefühle wird unten diskutiert. Es ist Teil der Willensbildung. Ja, jetzt werde ich hier erstmal einen Cut machen und den Rest in dem zweiten Teil dort vorlesen. Und ich hoffe, das war für euch genauso interessant wie für mich und auch ein Segen. Und ja, versucht einfach mal dort dies zu beherzigen und versucht immer mit einer guten Energie sozusagen schlafen zu gehen und auch mit euch mit dem Strom des Lichts dort zu verbinden. Und ja, auch das mit dem ganzen Toxinen und Giften im Körper, das gibt vielleicht dem einen oder anderen zu denken, so dass er, wenn er diesen Zusammenhang erkannt hat, dass auch geistiges Wachstum mit einem
giftfreien Körper zu tun hat und dass deswegen auch ja, die Elite versucht, uns mit allen möglichen Dingen zu vergiften, dass man vielleicht ja, darauf achten sollte und versuchen sollte, so giftfrei wie möglich sich zu ernähren. Und meinetwegen auch das Wasser dort zu heiligen und darüber zu beten. Es gibt Videos und auch Studien von einem japanischen Wissenschaftler zum Beispiel, die beweisen, dass Wasser durch Gebet wieder in seine ursprüngliche Molekularstruktur versetzt werden kann, obwohl es vorher zum Beispiel verunreinigt war und dort eine völlig zerstörte Molekularstruktur gehabt hat, kann es durch Gebet wiederhergestellt werden. Und das ist auf jeden Fall auch, ich weiß jetzt nicht genau den Namen, von diesem Wissenschaftler, dem japanischen, aber auf jeden Fall ist das bewiesen. Und das sollte uns sagen, dass unsere Gebete eine große Wirkung haben und auch jedes gesprochene Wort eine große Wirkung hat und sogar jeder Gedanke eine große Wirkung hat auf uns und unsere Umwelt. Und es gibt zum Beispiel auch ein Reisexperiment. Wenn ihr das dort bei YouTube eingebt, Reisexperiment, dann werdet ihr auch den Namen des japanischen Wissenschaftlers dort finden. Und dieses Reisexperiment, dort wurde zum Beispiel gekochter Reis in drei Glasbehälter getan. Und auf einem wurde das Wort Liebe geschrieben. Auf dem mittleren war es, glaube ich, Gleichgültigkeit. Und auf dem anderen war es Hass. Und das wurde über mehrere Tage ging dieses Experiment. Und einmal täglich haben diese Menschen dort zu jedem Glas dort auf dem, wo Liebe stand, haben sie gute und wertschätzende Dinge dort gesprochen. Dem Glas, was in der Mitte stand, haben sie überhaupt keine Aufmerksamkeit geschenkt, quasi komplett ignoriert. Und dem Glas, was dann rechts stand, dort haben sie schlechte Dinge zugesprochen. Und ja, und über Wochen hinaus hat sich herausgestellt, dass das Glas, wo das Wort Liebe drauf stand und wo diese guten Worte und Energien zugesprochen und gesandt wurden, dass der Reis war noch nahezu ja, unbeschadet, kann man sagen. Und das in der Mitte, das war am schlimmsten, der ist, also dort, wo die Gleichgültigkeit dort dem Glas geschenkt wurde, sozusagen, das ignoriert wurde, dort das war schwarz geworden und auch verschimmelt. Und das Wort, Entschuldigung, das Glas rechts, das das Wort Hass darauf stehen hatte und dem schlechte Dinge gesprochen wurden, das war auf jeden Fall auch verschimmelt, aber das war nicht so schlimm wie das Glas in der Mitte, das völlig ignoriert wurde. Und auch das zeigt uns, dass, ja, wie gesagt, dass auch unsere Worte und Gedanken eine sehr große Wirkung und einen sehr großen Effekt auf uns und unsere Umwelt haben. Und wenn man bedenkt, dass mit dem Gebet, dass das Wasser dort wieder in seine ursprüngliche Molekularstruktur versetzt werden konnte, der menschliche Körper und nahezu alle Lebensmittel auch bestehen auch zu 70 bis 80% aus Wasser. Und das sollte uns besagen, oder das sollte uns sagen, dass auch wir unsere Lebensmittel uns vor unserem Essen dieses heiligen und darüber beten sollten und dafür danken sollten. Die Essener zum Beispiel haben auch vor dem Essen immer gedankt, dem Schöpfer und auch der heiligen Erdenmutter und auch nach dem Essen nochmal ein Dankgebet gesprochen. Und ja, das
ja, es kann nie schaden, dort über Dinge zu beten. Im Gegenteil. Und außerdem sollten wir auch dankbar sein für die Dinge, die uns gegeben wurden, für die alltäglichen Segnungen, mit denen der himmlische Vater uns dort übersät hat, kann man sagen. Und die wir alle viel zu oft als selbstverständlich betrachten. Das sind sie aber nicht, denn es sind alles Geschenke vom himmlischen Vater. Und dafür kann man auch seine Dankbarkeit zeigen und äußern. Und das in einem Gebet dort aussprechen und ausdrücken. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dieses Video war ein Segen für euch und ich segne euch im Namen unseres Herrn Yeshua HaMashiach und im Namen des himmlischen Vaters und möge sein Frieden allezeit bei euch sein und in diesem Sinne bis zum nächsten Video. Shalom.